Volker A. aus Bremen fragt: Guten Tag. Ich habe seit Jahren Probleme beim Einschlafen. Teilweise brauche ich länger als eine Stunde, um einzuschlafen. Oft wache ich auch nachts auf. Welche Empfehlungen gibt es, damit ich besser ein- und durchschlafen kann? Hallo Volker, Sie sind mit dem Problem nicht alleine. Laut dem Gesundheitsreport 2017 der DAK leiden etwa 80% der 5200 Befragten zwischen 18 und 65 Jahren unter häufigen Ein- und Durchschlafstörungen. Als häufigste Ursachen werden eine zu hohe Arbeitsbelastung mit der Verpflichtung zu ständiger Erreichbarkeit, das Smartphone lässt grüßen, sowie Schichtarbeit genannt. Aber auch Fernsehen vor dem Schlafengehen, Stress oder psychische Probleme rauben die Nachtruhe, die unser Körper und Geist für die Erholung dringend benötigen. Hier nun meine 9 wichtigsten Empfehlungen, wie Sie besser ein- und durchschlafen können. Auf den individuellen Chronotypen achten. Punkt Nummer 1. Die Schlafforschung beschreibt hinsichtlich der inneren biologischen Uhr 2 verschiedene Kategorien von Menschen. Die Frühaufsteher, das sind die Lerchen, und die Spätaufsteher, das sind die Eulen. Diese unterschiedlichen Chronotypen sind meist sehr deutlich zu erkennen. Bleiben Sie gerne lange auf und gehen spät ins Bett? Brauchen Sie einen Wecker, um am Morgen wach zu werden? Brauchen Sie ziemlich Zeit, um in den Alltag zu starten? Lieben Sie ein Nickerchen tagsüber? Lassen Sie oft das Frühstück aus? Schlafen Sie an freien Tagen lange aus? Dann sind Sie mit ganz großer Sicherheit ein Abendmensch. Morgenmenschen hingegen wachen meist von alleine auf, brauchen keinen Wecker, genießen ihr Frühstück und lieben den Morgen. Auch sind sie tagsüber selten müde, gehen aber dafür relativ früh zu Bett. Das sind die Lerchen. Um eine bessere Schlafqualität zu erreichen, sollten Sie hinsichtlich Ihrer individuellen Schlafzeiten genau das tun, was Ihr Körper von Ihnen verlangt. Für einen erholsamen Schlaf ist es deshalb sinnvoll, das soziale Umfeld und die beruflichen Erfordernisse an den eigenen Chronotyp auszurichten und nicht umgekehrt. Es ist zwar theoretisch möglich, den Abendmenschen zum Frühaufsteher zu konvertieren, aber, und hier ist sich die Schlafforschung im Übrigen einig, ein Zugewinn an Lebensglück und Zufriedenheit geht damit nicht einher. Ganz im Gegenteil, ein Leben gegen die eigene innere Uhr kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Das richtige Abendessen, Punkt Nummer 2. Es ist keine gute Idee, hungrig ins Bett zu gehen. Vor dem Schlafen eine Schweinshaxe oder einen Schnitzel mit Pommes, essen aber auch nicht. Der Körper braucht Nahrung, die nicht zu schwer im Magen liegt. Es empfehlen sich leichte Nahrungsmittel, die dem Körper einen hohen Anteil an Stärke bieten, zum Beispiel Reis, Nudeln, Kartoffeln, können die Müdigkeit fördern, die Einschlafdauer verkürzen und den Anteil der Tiefschlafphasen steigern. Dabei ist es wichtig, etwa 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen keine Nahrung mehr zu sich zu nehmen. Ebenfalls verbietet sich Alkohol. Der hilft zwar bewiesenermaßen beim Einschlafen, dafür ist aber der Schlaf insbesondere in der zweiten Nachthälfte weniger tief und damit deutlich weniger erholsam. Downloaden Sie Ihren Tag. Punkt Nummer 3. Grübeleien über den vergangenen Tag und Sorgen über den bevorstehenden gehören zu den stärksten Kräften, um einen effektiven Schlaf zu behindern. Tatsächlich sind sich Schlafforscher darüber einig. Einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt schlafen, bestehe darin, unsere Erfahrungen zu Erinnerungen zu verarbeiten und gelernte Fähigkeiten zu konsolidieren. Wir können unseren Verstand besser darauf vorbereiten, indem wir unseren Tag sozusagen downloaden. Dabei sortieren wir alle Erfahrungen, die wir im Verlauf eines Tages gemacht haben, sodass unser Gehirn sie während des Schlafs quasi verdauen kann. Es ist für uns sehr hilfreich, sich einfach ein Blatt Papier und einen Stift zu nehmen und sich einfach aufzuschreiben, was uns tagsüber durch den Kopf gegangen ist. Das umfasst alle möglichen Gedanken, Sorgen und Themen des vergangenen Tages. Die eigenen Gedanken auf Papier zu bringen, bedeutet, sie bewusst festgehalten zu haben. Wir können dann darauf vertrauen, dass sich unser Gehirn nachts während des Schlafs auf seine Weise darum kümmern wird. Handy, Laptop und Co. aus dem Schlafzimmer verbannen. Punkt Nummer 4. Der Schlafcoach Nick Littlehales, der internationale Spitzensportler, berät, wie sie durch Schlaf ihre Leistungsfähigkeit steigern können, empfiehlt: 90 Minuten vor dem Schlafengehen offline gehen. Studien haben nämlich gezeigt, dass das blaue Licht von elektronischen Geräten wie Laptop, Handy und auch E-Book-Reader die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin verzögert. Melatonin regelt den Tag-Nacht-Rhythmus. Dieses Hormon stellt unsere innere Uhr und reguliert unseren Schlaf. Sobald es lange genug dunkel ist, produzieren wir dieses Schlafhormon, um uns auf den Schlaf einzustellen. Das blaue Licht der elektronischen Geräte hemmt dagegen die Produktion von Melatonin. Es sorgt also dafür, dass wir deutlich schlechter einschlafen
und unsere Schlafphasen kürzer und weniger effizient sind. Für diejenigen, die sich vor dem Schlafengehen gar nicht vom Handy und Co. trennen können, empfiehlt sich zumindest die Farbtemperaturen auf den Mobilgeräten entsprechend anzupassen. Es gibt da einstellbare Farbmodi, die entsprechend blaues Licht herausfiltern und damit wird dann auch das Lesen von diesen Mobilgeräten am Abend erleichtert. Schlafzimmer ist nur zum Schlafen da. Punkt Nummer 5. Das Schlafzimmer ist zum Schlafen da, daher auch der Name. Ein Fernseher hat aus diesem Grund nichts im Ruheraum verloren. Es ist eben kein Fernsehzimmer. Der Schlafcoach Nick Littlehales empfiehlt, in Gedanken den Schlafraum leer zu räumen. Es sollten sich wirklich nur die Dinge im Schlafraum befinden, die für Ruhe, Erholung und Entspannung nötig sind. Elektronische Gerätschaften mit Ausnahme der Nachttischlampe gehören eben nicht ins Schlafzimmer. Bei der Einrichtung sollten wir auf ein neutrales Dekor und Ordnung achten. Der Ruheraum stellt keine Erweiterung des Wohnzimmers dar. Wir sollten daher alles vermeiden, was unseren Geist zu sehr anregt. Hierzu können bereits Bilder mit grellen Farben zählen. Darüber hinaus sollte der Schlafraum möglichst kühl sein im Vergleich zur übrigen Wohnung. Er sollte nicht kalt sein. Als optimal gilt eine Temperatur zwischen 16 und 18 Grad. Die passenden Rituale vor dem Einschlafen entwickeln. Punkt Nummer 6. Wer Probleme mit dem Einschlafen hat, sollte etwa 90 Minuten vor dem Zubettgehen bewusst Zeit nehmen, um sich durch eine feste Routine auf den Schlaf vorzubereiten. Die Zeit vor dem Schlaf sollte bewusst gestaltet werden. Egal ob zum Beispiel Radio hören, ein Hemd bügeln, einfache Hausarbeiten oder eben der Spaziergang um den Block. Letztlich sind alle Tätigkeiten geeignet, die uns entspannen und ja herunterfahren. Aufregende und mental belastende Aktivitäten, wie zum Beispiel ein spannender Krimi im Fernsehen oder ein Shooter-Videospiel auf dem Flatscreen, sind denkbar ungeeignet für einen erholsamen Schlaf. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit. Unser festes Programm vor dem Schlaf wirkt sich unmittelbar auf unsere Schlafqualität und die Leistungsfähigkeit des darauffolgenden Tages aus. Lieber getrennt schlafen. Punkt Nummer 7. Gleich nach Stress und Sorgen werden Störungen durch den eigenen Partner als Ursache für unterbrochenen Schlaf genannt. Lautes Schnarchen, nächtliche Atemaussetzer, Wegziehen der Bettdecke, nächtliches Aufstehen und Herumwerfen im Bett sind lauter Störfaktoren, die der Partner mit ins Schlafzimmer bringen kann. Hinzu kommen unterschiedliche Schlafens- und Wegzeiten. Zu Bett gehen, wenn der Partner bereits schläft, kann ebenso störend wirken wie das frühe Aufstehen, während der Partner noch länger liegen bleiben möchte. Aus diesen Gründen kann es nur eine einzige pragmatische Empfehlung geben. Wer in Sachen Schlaf einfach nicht zusammenpasst, sollte unbedingt getrennte Betten in unterschiedlichen Schlafräumen nutzen. Dies ist in zweierlei Hinsicht von Vorteil. Die Menge der potenziellen Störungen wird reduziert und gleichzeitig wird auch die Beziehung zum eigenen Partner verbessert, da diese ja dann letztlich die Möglichkeit bekommt, besser zu schlafen. Gleiche Schlafens- und Aufstehzeiten einhalten. Punkt Nummer 8. Sie sollten nach Möglichkeit immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und auch zur gleichen Zeit wieder aufstehen. Auch am Wochenende sollte diese Zeit möglichst eingehalten werden. Es geht nämlich darum, dass sich Ihr Schlaf- und Wachrhythmus nicht verlängert. Unser normaler Schlaf- und Wachzyklus hat eine Periodenlänge von etwa 24 Stunden, also zum Beispiel 8 Stunden Schlaf und 16 Stunden Wachsein. Wenn Sie am Wochenende beispielsweise 20 Stunden wach sind und dann im Anschluss 10 Stunden schlafen, dann verlängert sich Ihr Schlaf- und Wachzyklus demzufolge auf 30 Stunden anstatt 24 Stunden. Und dies hat dann sehr negative Konsequenzen, weil Sie dann nämlich in den darauffolgenden Tagen unter ganz erheblichen Anstrengungen Ihren normalen Schlaf- und Wachrhythmus wieder zurückregulieren müssen. Dies ist dann durchaus vergleichbar mit den negativen Folgen eines Jetlags nach einem Langstreckenflug durch mehrere Zeitzonen. Die richtige Schlafposition finden. Punkt Nummer 9. Die Rückenlage gilt zwar als orthopädisch beste Schlafposition, allerdings fördert sie das Schnarchen und das Entstehen von Atmungsstörungen. In der Rückenlage fällt nämlich unsere Zunge und der Weichgaumen stärker in den Rachenraum zurück und dies stabilisiert unsere nächtliche Atmung. Die Bauchlage ist hingegen vermutlich die Schlafposition, welche am besten geeignet ist, um Atemstörungen und das Schnarchen zu unterbinden. Die Bauchlage geht jedoch mit orthopädischen Nachteilen einher. Bauchschläfer setzen sich nämlich der Gefahr einer Hohlkreuzbildung aus, da die Wirbelsäule in dieser Position meist keinen natürlichen Verlauf annehmen kann. Als sehr guter Kompromiss zwischen orthopädischen Gesichtspunkten und der Notwendigkeit einer möglichst optimalen nächtlichen Atmung stellt sich die Seitenlage heraus. In dieser Schlafposition werden nämlich nächtliche Atemaussetzer und Atemflussreduzierungen
sehr gut verhindert und gleichzeitig wird auch unser Rücken optimal entlastet. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Matratze und Kopfkissen richtig gewählt. Fazit: Sie können sehr viel tun, um Ein- und Durchschlafprobleme zu verhindern oder zumindest stark abzumildern. Allerdings kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, sich nicht verrückt zu machen. Es ist völlig normal, dass wir nachts mehrfach aufwachen. Ein durchschnittlicher Erwachsener wacht im Durchschnitt pro Nacht etwa 28 Mal auf. Das haben Untersuchungen gezeigt. Zwar können wir uns am nächsten Morgen meistens an diese Wachphasen gar nicht mehr erinnern, aber uns sollte einfach bewusst sein, dass der Mensch grundsätzlich mehrmals nachts aufwacht. Das ist völlig normal und stellt keine Schlafstörung dar. Und wenn es mal nicht so perfekt klappt mit dem Einschlafen, dann verlassen Sie das Bett und gehen ins Wohnzimmer, um dort ein Buch zu lesen, so lange, bis Sie wieder müde werden. Sie sollten nicht versuchen, das Einschlafen zu erzwingen, denn das wird definitiv nicht funktionieren. Vielleicht mein wichtigster Tipp heute für Sie: Loslassen. Wenn Sie beim Einschlafen daran denken, dass Sie einschlafen müssen, haben Sie schon verloren. Also loslassen und ganz entspannt an die Sache herangehen. Sie werden sehen, dass Sie genau dadurch die besten Erfolge erzielen werden. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.